Hey, wenn du jetzt nicht parierst, du Hubschrauber, du Verrückter! Sebastian, pass auf! Heiliger Christoph, warum steh mir? Yes! Yes! Oh, Jesus! Mama? Mama! Wo steckst denn du schon wieder? Die Frau ist doch immer busy, hä? Dein Vater hat gerade sein Airwolf 400 VZ im Komposthaufen versenkt. Ja, und was hat noch so gescheppert? Ja, erst hat er freilich noch die Leiter am Apfelbaum umgeräumt und Dachrinne von den Nachbarn drin mitgenommen. Dabei hat's geheißen, der Hubschrauber war leichter zum Ersteuern als wir seine Flugzeuge. Mir wundert gar nichts mehr, seit er mit seinem Doppeldecker oben durchs Dachfenster gerumpelt ist. Jetzt geh einer da. Jetzt warte mal. Na, Mama, es passiert. Kiki, siehst du nicht die Dreckbatzen an die Stiefel? Jetzt sei keine Spießerin, Mama. Herrschaftszeiten, was ist denn? Du musst dich hinsetzen, weil die Idikin hört die eh gleich um. Aha. Tada! Also ohne Brillen kann ich das schon gleich dreimal nicht lesen. Wurscht, Mama, wir haben's genommen. Wer? Ja, die Franzosen. Aha. Okay, Mama, Paris, Champs-Élysées, European Trend Show. Ich bin in der Auswahl, wir haben's nachnominiert. Victoria Lechner, she's the coming star. Rising star. Mir ist jetzt deswegen schon was. Hilf mir halt. Sag mal, spinnst du? Das ist die Chance meines Lebens. Mein erster internationaler Modeljob. Job? Ja, zahlen die was? Nein, zahlen die selbstverständlich nichts. Aber wenn ich in die Endrunden komme, dann gibt's eine Prämie. Mama, ich muss backen, morgen geht's schon los. Was? Morgen? Am Sonntag? Ah, freilich. Ja, und wie kommst du denn über auf Paris? Ich werd abgeholt. Von wem? Keine Ahnung. Da ruft mich noch jemand an. Ach, das klingt ja sehr seriös. Kannst gleich vergessen, dass du da den Vater fahren lässt. Die European Train Show, das ist der Contest überhaupt. Der wird sogar live im Internet übertragen. Mama, darf ich? Was sagt denn da dein Freund dazu? Der Patrick. Was möchtest du von einem Banker schon erwarten? Ja, ich ruf ihn gleich an und erzähl's ihm. Mama, darf ich? Ich bin 18. Jetzt frag dein Vater, ich muss jetzt wirklich weitermachen. Jingle Bells, Jingle Bells. Mama, bitte nicht wieder das Gedudel. Das brauche ich aber für meine Inspiration. Da, 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 oh, sag mal, spinnst du? So ein Malheur. Papa, du... Schau dir das einmal an. Heiliger Christophorus, womit habe ich das bloß verdient? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Papa. Ich richte mir jetzt im Philipp sein Zimmer in der Werkstatt ein. Das ziehe ich gar nicht ein, dass wir mit dem sein Zimmer ein Leben lang vorhalten, bloß damit er jedes Wochenende vom Studieren ins Hotel Mama reinkommen kann. Das wird eine größere Operation, das ziehe ich schon. Da brauche ich eine professionelle Werkstatt. Ja, und wo willst du mit dem ganzen Zeug vom Philipp hin? Keine Ahnung, einen Keller runter. Sebastian, jetzt warte mal. So, mir gibt's halt gar keinen Kaffee und keinen Kuchen. Wir haben doch vor einer Stunde erst Mittag gegessen. Vor einer halben Stunde, gell? Andere Frauen kümmern sich um den Haushalt und schauen, dass regelmäßig was zum Essen auf den Tisch kommt. Papa? Andere Familien fahren auch zweimal im Jahr in Urlaub. Ja? Nur bei uns ist das ganze Jahr Weihnachten. Sebastian, jetzt warte, ich hab noch einen Pudding. Mhm. Papa! Einmal im Jahr in Urlaub fahren. Brav und gediegen. Und all inclusive. Also du hast bei uns daheim auch alles inclusive. Nein, nein, jetzt übertreib nicht. Sag einmal, war die Post noch gar nicht da? Nein, man sieht nicht, wo die heute bleibt. Hm. Die haben wir auch nicht. Hast du was bestellt? Nein, nein. Oh, jetzt grüß den nächsten Papa! Ist vom Mittagessen noch was da? Grüß die Mama. Ja, grüß die. Du, mir pressiert. Ja, mir vielleicht da. Muss bis Montag den Auftrag fertig haben. Der Lichtinger hat gesagt, die Großhändler sind heuer ganz scharf auf meine Engel. Also wenn man schon einen Weihnachtsschmuck mitten im Hochsommer basteln muss, dann bin ich nicht auch noch ständig bei dem Gedudel. Das bringt mir aber in Stimmung. Ich bin froh, wenn's wieder Osterhasen bastelst. Gibt's wenigstens nicht so viel so schmalzige Lirdl. Meinst für mich ist leicht, ein Dreivierteljahr lang von früh bis spät Weihnachtsdeko zusammen zum Pappen. Aber mei, wenn's verlangt wird, und ein Geld ist er. Also für mich brauchst du das für alles nicht machen. Ich verdiene mein eigenes Geld. Oder warum glaubst du, dass ich mir auch noch am Samstag einen Tag stehe, aufstehe?
Ja, sag bloß, du möchtest am Ende deine Mama ein wenig entlasten. Ach, Mann, ich brauch das Geld für Sandra. Ich muss gleich zum Eis essen. Wer bitte ist jetzt die Sandra? Schmolzner Sandra, das weißt du, Mama. Sandra? Warst du gestern nicht mit der Traudi in der Pizzeria? Freilich. Ja, und? Geh, Mama, hast du schon mal die Schuhe von der Traudi gesehen? Du, die hat da so Schleifel drauf wie im Mittelalter. Da ging es die Sandra schon ganz anders, Kaliber. Mit Arschgeweih und so. Bitte was? Ja, eine Tätowierung hat's. Hinten, knapp überm Arsch. Woher weißt jetzt du bitte schon, was die hinten am Arsch hat? Mama, bist du jetzt eine moderne Frau oder nicht? Sorry, dass man da vielleicht einen Überblick verliert bei deinen ganzen Verehrerinnen. Es ist ja nicht schwer. Pass auf. Bis Ostern, da war es überwiegend die Uschi. Dann die Veronika, letztes Wochenende die Semi, am Montag die Magda, gestern die Traudi und ab sofort ist eben Sandra. Dem im Arschgeweih. Ganz genau. So, und jetzt zurück, was zum Essen aussah. Bitte. Danke. Magst du einen Pfannkuchen? Freilich, mit Schinken und Champignons. Passt. Ist der Philipp noch gar nicht da? Nein, der kommt das Wochenende nicht. Er ist mit seiner Erfindung beschäftigt. Haben Sie denn jetzt schon jemanden, der einen den Schmarrn abkauft? Ich meine, eine Handy-App mit Mikrofon und Kamera ist jetzt sowas Neues auch nicht. Ja, das Besondere scheint, dass eben die App so leicht zum Bedienen ist. Angeblich kann man da sogar im Finstern filmen. Ja, und das Mikrofon heißt, ist so empfindlich, dass man da von unserem Garten aus das Schlafzimmer von den Nachbarn abhören kann. Als wäre, wenn da irgendein Mensch hören möchte, was der Ronny Kaltneck im Schlafzimmer seiner Babette flüstert. Na ja, ganz so uninteressant war das jetzt auch nicht. Also Mama! Mama! Was ist denn? Wo ist mein Papa? Der richtet sich im Philipp sein Zimmer, sein Modellbauwerkstatt ein. Oh, bravo. Ja? Und was hat er gesagt zu deinem Wettbewerb? Ja, das ist ja. Ich darf fahren. Aha. Na ja, gut, wird's schon wissen. Ja, und was schaust du denn so armselig? Er will mit. Bitte was? Sag mal, was willst jetzt du bitte schön in Paris? Ja, mei, die Stadt der Liebe. Du hast für mich ja keine Zeit nicht. Mama, wenn der Papa mit mir mitfährt, dann bleib ich daheim. Also, weißt du, machst wirklich alle verrückt. Ja, von mir aus, dann sollst du da losfahren. Aber wo ist man nicht dabei? Hä, und was ist jetzt mit meinem Essen? Also, sag mal. Wo ist denn bloß das verfluchte Rotorblattl von meinem Hubschrauber? Ja, da schau her. Haben Sie das gesehen? Nicht? Ja, was willst du denn im Bad Wissi auch schon große Worte? Am ersten soll ich ein bisschen besser aufpassen. Die Vicky, der Lukas und der Philipp, die müssen jetzt endlich einmal aus dem Haus. Na ja, gut, der Eder, der Philipp, der ist ja schon so gut wie Verramtsminger. Aber der ewige Student, ja, kommt ja trotzdem fast jedes Wochenende heim ins Hotel Mama und kostet nichts als wie unser Geld. Einmal, wir zwei allein einen Urlaub fahren. Oder wenigstens einmal einen Abend. Nur wir zwei, mein Kathi und ich. Früher, wie noch keine Kinder da waren. Oh. Ha, ha, ha. Haben Sie nur hin und wieder so ein eheliches Tête-à-tête? Nicht? Und bei Erna geht da noch was? Ach, so mit ne Klischee und so? Also bei mir nimmer. Meine Kathi ist den ganzen Tag Mama und auf die Nacht ist Blatt. Nix Bettilein, nix Kerzenschein, Finale Fatale. Ja. Ach, na endlich! Mama, mei, das ist so eine Chance für mich. Danke. Wie klein. Aber du übertreibst mir nicht da drüben in Paris, gell? Abo. Oh, mei. Du, Mama, ich pack's jetzt, gell? Ja, und was ist mit deinem Pfannkuchen? Lass gut sein. Sag einmal, was treibst denn du da? Hast du neuerdings am Wohnwagen im Gewerbegebiet? Die Vicky hat ein Modecasting in Paris. Geh, du sagst. Auf mich wartet eine internationale Modekarriere. Und ich hab schon gemeint, die muss in der Provinz versauern wie ihr. Aber wenn's dir nicht gefällt bei uns, dann zieh halt aus. Das mach ich schon, sobald ich mir's leisten kann. Als erfolgreiches
Model. Na ja, dann brauchst du schnell keine Angst haben, Mama. Und ich bleibe sowieso mein Leben lang bei dir. Ja. Da bin ich ja beruhigt. Na, im Ernst? Schöner kann man es doch nicht haben als wir im Hotel, Mama. Ja, jetzt kümmere du dich lieber um deine Sandra mit ihrem Arschgeweih. Geh klar. Also, Mama, wie du dich neuerdings ausdruckst. Oh, jetzt muss ich aber wirklich weitermachen. Und ich muss backen. Morgen früh werde ich schon abgeholt. Bloß von wem ist die Frage? Schau mal, was ich da hab. Ach, Sebastian, bitte. Dem Lichting hat zugesagt, dass er bis Montag die nächste Lieferung kriegt. Ja, heute ist erst Samstag. Schau, ein Geschenk von Wonderful Events. Von wem? Wonderful Events hab ich für uns bestellt. Hat wer Geburtstag? Okay. In einer guten Ehe kann man sich auch mal was außerhalb der Reihe schenken. Jetzt komm, pack's aus. Sebastian, hat das nicht Zeit? Also. Nein, das hat keine Zeit. Das hat im Gegenteil eigentlich gerade überhaupt gar keine Zeit. Also weißt, manchmal ist es nicht leicht. Was ist noch das? Ein Gutschein für ein Candlelight-Dinner zu zweit. Mega romantisch in Minga in der Shampoos-Bar. Ja, Sebastian, ja. Wie du auf sowas kommst. Ja, mei. Ja, aber das ist ja heute auf die Nacht. Ja, freilich. Gleich ein fixer Termin. Dann kann man es nicht wieder und wieder aufschirmen. Ja, das ist völlig unmöglich. Ich muss bis morgen auf die Nacht 250 Weihnachtsengel backen. Jetzt scheiß wieder mal auf deine Weihnachtsengel. Du redest dir leicht. Ich habe einen Vertrag. Der Lichtinger schickt die Sachen am Montag gleich weiter zu seinen Großhändlern. Ich glaube, wir sind die einzige Familie in ganz Deutschland, die schon im Hochsommer im Weihnachtsstress ist. Hilft nichts, du musst das Dinner absagen. Das kann ich nicht absagen. Das war ein Sonderangebot. Warum meinst du, dass das so billig war? Ja, mein Gott, dann rufe ich den Lichtinger halt an und frage, ob ich einen Aufschub kriege. Ja, schaff Zeiten. Keine Ahnung, ob ich da am Samstagnachmittag noch Wind erwisch. Also sowas, da macht man seiner Frau einmal eine Freude. Und dann kommt ein Riesengefetz raus. So. Oh, haben Sie mich jetzt erschreckt? Entschuldigung, das war gewiss nicht meine Absicht. Ich wollte Ihnen bloß das Ding da bringen. Was denn für ein Ding? Ach, da ist ja mein Butterbladl. Wo haben Sie denn das gefunden? Ach, das ist irgendwie bei uns im Garten gelandet. Ja, ich glaube, Erna Dochrinner hat mein Airwolf auch so ein bisschen touchiert. Ha? Kann das sein? Ach, wo? Nicht der Rede wert. Das ist von Erna aus durch die dichte Hecken bestimmt nicht richtig zum Sehen. Aber es ist ja völlig in Ordnung so. Völlig. Wir hätten vielleicht schon eine Haftpflicht, gell? Nein, wirklich nicht. Wollen Sie halt gar nicht mit der Kathi reden? Muss nicht sein. Ah! Ist was? Jetzt fällt mir was ein. Sag's dem Ronny, dass er bei Gelegenheit meinen Rilo-Chipper wieder zurückbringt. Den habe ich am Anfang letzter Woche geliehen. Den Rilo-Chipper. Hm? Ja, klar. Sag ihm den Rilo-Chipper. Mhm. Erinnern Sie ein bisschen. Weil den brauche ich nämlich für die Reparatur von meinem Hubschrauber. Aber wissen Sie was, ich komme schnell mit rüber. Nein. Passt grad nicht. Nein, passt grad nicht. Der Ronny, wissen Sie, das ist gerade so im Stress. Der tapeziert gerade unser Kellerbar. Echt? Echt. Jesus, der Kleister wird hart. Ich hab gar nicht gewusst, dass die einen Kellerbar haben. So, der Lichtinger war zwar nicht begeistert, aber... Es klangt, wenn er die Sachen am Montagmittag kriegt. Das heißt, wir können zum Candlelight-Dinner. Ja, das heißt, wir können auf die Nacht zum Dinner. Ja, dann geht's. So, jetzt muss ich mich aber wirklich ranhalten. Aber um 7:30 fahren wir los. Candlelight-Dinner bei Wonderful Events. Mama! Du, ist noch der kurze schwarze Rock schon wieder? Wahrscheinlich da, wo er hingehört, im Kleiderschrank. Na, da ist er aber nicht. Ach, okay, Vicky, drin schaust du doch eher, wie wenn man dir eine enge Wurst hat, eine presst hätte. Mama, Figur betont ist in. Ja, und meine Trusty-Hosen? Meinst du den zerfransten Haar, der ausschaut wie ein Schubertslappen? Kann sein, dass ich den letzte Woche zum Ölwechsel hergenommen habe. Sag mal, bist du wahnsinnig?
Die hat damals 200 Flocken gekostet. Ja, und wer hat die mit Sicherheit wieder gezahlt? Deine Eltern. Sag einmal, spinnt der? Der kann doch nicht einfach meine Sachen ruinieren. Ja, und was zeig ich noch mal? Oh, vielleicht eine von deinen anderen 200 Hosen? Anonym. Lechner. Ja, die bin ich und wer sind Sie? Ja, ja, verstanden. Morgen früh gegen 10. Ja, ja, die Adresse ist Posthörndalweg 13. Ja, dann bis morgen. Alles klar. Au revoir. Und? Gemüllexter Morsch. Ja. Kind, du bist ja krass weiß. Mama, weißt du, wer das gerade war? Und wer mich morgen nach Paris mitnimmt? Direkt an Champs-Élysées, weil er ja sowieso einen selben Weg hat. Und weil ich doch nachnominiert worden bin. Und weil sie der andere vorher nicht auftreiben lassen. Na, wer? Der Richard Lamotte. Richard Lamotte, das habe ich ja noch nie gehört. Geh, Mama, lebst denn du komplett hinterm Mond? Das ist der Typ schlechthin. Der ist Mitglied in der Jury und der holt mich morgen höchstpersönlich mit seinem Cabrio ab und dann düsen wir mir freiweg um mich auf Paris. Sag mal, was ist denn da herin für ein Geschwor? Du, Sebastian, unser Vicky wird morgen abgeholt vom Richard Lamotte. Vom Richard Lamotte? Ja. Wer ist denn das? Ja, das ist der Jurymensch von dem Contest. Wir können uns vielleicht sogar Hotelzimmer teilen. Wie bitte? Das spart ein Geld. Ah, und außerdem erhöht das Quiz meine Chancen, wenn ich mit einem Jurymitglied quasi auf du und du bin. Ja, aber du wirst ja wohl nicht mit dem Richard in einem Zimmer schlafen. Geh, Mama. Heimvorteil nennt man das. Da wird sich dein Patrick aber gefreien. Papa, ich fahr auf Paris. Ja. Ja, mei. Und ich hab Albert gedacht, du machst erst mal eine anständige Lehre. Und wie alt das bist du denn? Da kann ich ja gleich Beamtin werden. Du sagst mir, weil du ja nichts gegen Beamte, gell? Oh, ich bin so aufgeregt. Da Richard Lamotte. Also, ob das so gut war, dass wir da zugestimmt haben. Die Vicky ist doch fast nur ein Kind. Ja, aber es ist doch auch schön für so ein junges Mädel, wenn sie mal rauskommt aus unserem Kaff. Da wird schon nichts passieren. Abgesehen davon wird es höchste Zeit, dass unsere Kinder mal auf die eigenen Füße stecken. Also, die hocken uns ja sonst noch bis zum Rentenalter auf der Tasche. Die Vicky ist 18. Ja, na und? Da hab ich schon mein eigenes Geld verdient. Soll ich dir helfen? Nein, bitte nicht. Kümmer du dich lieber um deinen Hubschrauber. Na gut. Aber um 7:30 geht's ab. Ja. Gewiss, Sebastian. Um 7:30 geht's ab. Ja, spinnt der Baby. Oh. Mir kann eine Hosen bloß so eingehen. Was muffet denn da so? Bin gleich weg. Sag mal, was stinkt denn da so? Das bist ja du. Nein, das ist mein Deo. Ich geh gleich im Biergarten. Hallo? Nein, mit der Angie. Angie? Hat die nicht anders geheißen? Ja, kann schon sein. Was weiß ich. Oh. Du, ich hab das Grafi vom Philipp jetzt an den Dachboden aufgekramt. Ja, und dein Zeug aus dem Keller in Philipps Zimmer hab ich schon gesehen. Schaut auch furchtbar aus. Bin gespannt, wann du das aufräumst. Ja, übernächste Woche, da hab ich Urlaub. Da hab ich Zeit. Und wo soll ein Bub schlafen, wenn er am Wochenende heimkommt? Also wenn, dann kann er da auf der Couch schlafen oder im Keller. Was, im Keller? Ja, bravo. Also, irgendwie kommst mir du heute ein bisschen gestresst vor. Ach, die Frau Winter. Was gibt's denn? Ich bin's wieder. Ist Kathi gar nicht da? Komm, es rein.
Hätten Sie es braucht? Nein, im Prinzip nicht. Der Ronny hat gemeint, ich soll ja nicht den Reilo-Dings da zurückbringen. Nicht, dass sie arg lang drauf warten. Ach, mein Reilo-Chipper. Mhm. Das ist aber nett. Ja, ja. Er war bloß gerade recht beschäftigt. Mit Heckenschneiden und Rasenmann und Ding. Jetzt habe ich nicht genau gewusst. Wie schaut er denn genau aus, der Reilo-Chipper? Wie schaut der Reilo-Chipper aus? Also vorn an der Spitze, da hat er. Ach, lass uns mir mal schauen. Bevor wir nämlich halt noch Minger, meine Kathi und ich, zum Candlelight-Dinner. Candlelight-Dinner bei Wonderful Events. Diddle-diddle-di-dum. Schön. Hm? Für sowas haben wir keine Zeit. Den Ronny, den hab ich jetzt schon eine gute Woche nicht mehr gesehen. Ja, ja, der Ronny ist total im Stress. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Ja, das ist natürlich blöd. Was? Ja, dass er da nicht dabei ist, der Reilo-Chipper. Das ist jetzt wirklich blöd. Ach so. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Wissen Sie was? Ich komme jetzt schnell mit rüber. Nein! Der Ronny hat keine Zeit. Geht, die zwei Minuten werden wir doch Audienz geben. Ich meine, wir müssen doch eh gleich weiter nach Minga. Nein, der Ronny ist... Entschuldigung, der Ronny hat einen Katar. Total infektiös. Und er ist extrem gereizt. So kenne ich ihn ja gar nicht. Ja, sind Sie froh. Morgen bringe ich Ihnen den Reilo-Chipper versprochen. Hm? Also dann ein schöner Abend, Herr Lechner. Da stimmt doch noch was nicht, oder? Warum ist denn die Frau so nervös? Also am Ronny kann das schon mal nicht liegen. Der ist eigentlich meistens tiefenentspannt. Gestresst war der noch nie und krank schon gleich zweimal nicht. Babette Winter, das klingt wie so ein Künstlername. Babette Winter und Ronny Kalteneck. Bah. Haben Sie denn in letzter Zeit irgendwo gesehen? Am Gartenfest? Also das glaube ich jetzt nicht. Sie wollen mich verarschen, gell? Sie, wenn das so weitergeht, gell? Dann glaube ich, da drin wird überhaupt nicht mehr was. Sebastian? Ja, Hasi? Du kannst mir du bitte schon meinen Reißverschluss zumachen? Aber natürlich! Das wird mir ein Vergnügen sein! Check! Was wird denn jetzt das? Ja, ich muss üben. Sonst haben wir das Blitzlichtgewitter am Ende noch komplett vom Laufsteg. Also ganz sauber sind die nimmer, die Franzosen. Ich geh schon! Ja. Anna! Du, der Patrick ist am Telefon. Er sagt, du gehst halt schon den ganzen Tag nicht an dein Handy. Ich bin nicht da. Sag ihm, ich hab grad Zeit. Nein, ich bin beruflich verhindert. Sebastian! Also ja, ich komm schon! Also, Patrick. Du, sag einmal, dein Bruder, der muffet neuerdings so komisch. Ja, das ist ein neues Deo. Ich find's auch kreislig, aber die Mädels, die stehen irgendwie drauf. Mhm. Weißt, wie sie nennen, weil er jede Nacht in die Discos umeinander stravanzt, hä? Na? Ein Disco-Fox. Ein Disco-Fox, das passt irgendwie. Ist was? Na, na. Also der Patrick, der wollte sich heute mit dir treffen. Ich hab ihm jetzt gesagt, dass die du bei Zeiten hilfst, weil er nicht gut ist. Passt. Beruflich und so. Das ist jetzt aber ein rechter Schmarrn. Hey, im Lern bin ich nicht der Beste. Also weißt, wenn man auf die wartet, ist man verloren. Ja, mich legst Kathi. Ma. Nicht schlecht. Respekt. Ja, mei. Man tut, was man kann, gell? So, und jetzt gingen euer fescher Papa und euer noch viel, viel feschere Mama aus. Und das Beste, ausnahmsweise allein. Ein freier Abend, ganz ohne Kinder. Ich sag nur, Candlelight Dinner. Servus. Philipp. Wie schaut's denn hier aus? Wo kommst denn du her? Das wollt ihr lieber nicht wissen. Ich brauch einen Unterschlupf. Ich glaub, du hast für Aktenzeichen gesehen. Ja, du, da kannst du recht. Seit einem Twitter komm ich mir selber vor wie im Film. Mein Gott, du, jetzt red aus. Ja, mei, du, das ist eine längere Geschichte. Das trifft's jetzt aber gar nicht gut. Also, so viel Zeit werden wir wohl noch haben.
Ziehst du wieder ein? Ja, werden wir nicht für anders überbleiben, oder? So, jetzt wird die Sache aber echt spannend. Ich glaube, fürs Erste bin ich Hälfte. Mir ist jetzt echt anders geworden. Heute Mittag haben wir drei uns getroffen wegen unserem Startup im Glockenbachviertel. Und ja, ich hab dir ja schon erzählt, dass ich in letzter Zeit immer so ein seltsames Gefühl gehabt hab beim Mathis und beim Beni. Okay, die waren doch so sympathisch, was letztes Jahr da waren in den Semesterferien. Ja, das hab ich mir auch gedacht, aber die zwei, die haben jetzt schon längere Zeit so komisch umeinander da. Die telefonieren auf Englisch, die treffen sich ohne mich mit Investoren und sind irgendwie die ganze Zeit total verdruckst. Ja, und jetzt? Jetzt weiß ich, an was das liegt. Ja, und an was? An die Chinesen. An die Chinesen. Jetzt hör mal zum Spinner auf. Der sucht doch bloß mit einem Vorwand, dass er bei uns unterkriechen kann. Nein, im Ernst, Papa, du, die Chinesen sind hinter mir her. Welche Chinesen? Ja, alle! Der ganze Staat oder sowas. Wahnsinn. Du, das ist eine Geschichte, mit der kommst du glatt im Spätprogramm im Fernsehen bewerben. So, ich muss jetzt aber leider weiter, weil ich muss mir jetzt mal für meine Angie preparieren. Okay? So ein Krampf, wir müssen auch weiter. Komm, auf geht's, Kathi. Das kommt ja nicht in Frage. Warum, was ist denn jetzt mit den Chinesen? Ja, ja, die wollen mein Start-up. Was? Ja, meine Mikrofon-Kamera-App. Okay, wir haben doch im April miteinander das Patent angemeldet für ein Haufen Geld. Und jetzt warten wir, bis das alles eingedrungen ist und dann wollen wir es verkaufen. Hammer. Ja, Hammer. Aber scheinbar ist das Handy so super empfindlich, akustisch und optisch, dass durch die Registrierung jetzt die internationalen Geheimdienste darauf aufmerksam worden sind. Der CIA, der KGB, der Mossad. Und vor allem der chinesische, richtig. Ach, geh, so ein Kass. Du, ich weiß doch auch nichts Genaues. Auf jeden Fall wollten die mir heute im Café meinen Prototypen abluchsen. Wer? Ja, die Chinesen! Da waren zwei Chinesen. Die wollten uns 20.000 Euro geben für unsere ganze Arbeit und für den Prototypen. Und wie ich nicht gesungen habe, sind sie grob geworden. Mein Gott, Bur, du hast aber einen Umgang. Was? Was hätte jetzt ich da falsch gemacht? Ha? Der Mathis und der Bene, die haben das alles eingefadelt. Und die hätten verkauft? Ja, scheinbar schon, aber ich traue denen nicht mehr über den Weg. Ja, und jetzt? Ich habe unser Handy eingepackt und bin losgefahren. Und zu den anderen zwei habe ich gesagt, die tauchen runter. Zu Italien oder in der Tschechei. Also da hast du aber in jedem Fall verfahren. Ich lass mir doch nicht in Karten schauen. Ja, die Chinesen waren mir nämlich nur hinterhergefahren, aber hinter Mittleren Ring habe ich es endlich abgehängt und bin ich schnell in die WG, hab mein Zeug gepackt und bin abgehauen. Ja, und wenn die jetzt kommen und uns ausrauben oder gar umbringen? Okay, du hast ja eine Fantasie. Die ist ja gleich nur abtrader wie die von deinem Bruder. Vicky, ich glaube, fürs Erste feilt sie nichts. Kann ich bei euch schlafen? Nein! Ich fürchte mal! Dein Zimmer ist belegt. Selbstverständlich kann er bei uns schlafen. Ach so, ja, musst heute eine Weile mal auf Couch. Dein Vater hat vorübergehend dein Zimmer in Beschlag genommen. Was heißt jetzt da vorübergehend? Ich meine, es ist schon gleich 8 Uhr und wir müssen los. Wohin? Noch Minge? Deine Eltern haben heute ausnahmsweise mal einen freien Abend. Na, Mama, ihr könnt uns doch jetzt nicht allein lassen. Ich krieg wegen dem Contest sogar auch nicht zu. Und jetzt auch noch die Chinesen. Ja, nein, das ist schon klar, dass wir unter den Umständen nicht auf Minge fahren können. Ach so, das ist jetzt klar. Ja, logisch. Hätten wir doch keine ruhigen Minuten. Ja, der wollte doch bloß wieder mal Geld anhauen. Die Geschichte mit den Chinesen, das glaubt doch kein Mensch nicht. Also ich schon. Herrschaft Zeiten, du siehst doch, dass das ganze Haus in Aufruhr ist. Halt, stopp! Da bleiben! Was ist? Du musst deine Geschwister bewachen. Was muss ich? Vor die Chinesen. Sorry, Papa, wirklich nicht. Du hab jetzt zwei Monate an die Angie hinpackert. Sagt's einmal, was ist denn das für eine Familie? Kann man als Mo nicht einmal im Leben einen romantischen Abend mit seiner Frau haben? Einmal! Und zwar ohne Angie, ohne Franzosen und erst recht ohne die Chinesen. Also grundsätzlich bestimmt. Aber ausgerechnet heut. Sorry, Papa. Das heißt also, unser Candlelight-Dinner fällt aus. Toll. Na dann, willkommen im Hotel Mama. Findest
0-4-RZ. Nein, RZ, nicht QZ. Himmelherrschaft, Zeiten, wie oft soll ich denn das jetzt nur buchstabieren? Ach, haben Sie mich doch gern, Sie monotoner Automatenarsch, Sie Minderbemittelter. Ich schreibe eine Mail. Es muss doch möglich sein, dass man so einen Gutschein irgendwie umtauscht oder verlängert. Das ist ja kein Wunder, dass bei denen am Sonntag niemand im Büro ist, oder? Kathi, Wonderful Events ist der Marktführer. Heute, ich hab's genau gesehen. Was hast du da? Okay. Ja, damit. 100 Euro! Mein Gott, der Bub braucht doch wenigstens ein Geld zum Tanken. Oh, war er Zmingerblim, kann der U-Bahn fahren. Zumindest wäre die Eichweiz sei, wer wann mit unserem Geld subventioniert wird. Du, das ist mein Geld, ja? Seit wann hast du ein eigenes Geld? Ja, mei, das ist quasi. Ja, weißt schon. Aus meiner schwarzen Kasse. Kathi, ich bin Beamter im Staatsdienst. Da gibt's keine schwarzen Kassen. Schwarz läuft bei uns überhaupt nichts. Politisch vielleicht. Und mit dir rede ich sowieso meinen Lebtag lang nimmer. Ein Christbaum im Wohnzimmer, mitten im Hochsommer. Ja, mein Gott, den brauche ich halt für die Fotos von meiner neuen Kollektion. Ja, die wird ein bisschen abstrakter wie die vorige. Abstrakter, genau. Aber dann kommt der wieder raus, gell? Was meinst du mit der Nadel bei 30 Grad im Schatten? Fralle Papa. Geh, hab's mir doch gern. So, jetzt muss er dann gleich kommen, der Richard Lamotte. Du magst nichts mehr frühstücken? Na, Mama, ich bin so aufgeregt, ich krieg kein bisschen mehr auf eben. Du, was ist denn mit dem Papa los? Ja, der probiert, dass er den Gutschein verlängert. Aha. Du, Mama, pass auf, jetzt springe ich noch schnell ins Bad und dann mache ich wenigstens uns ein schönes Frühstück. He? Einverstanden? Ah, super, passt. Blöd für den Philipp das mit seiner Handy-App, gell? Ja, mei. Da rechnest Fralli nicht damit, dass sie deine beiden besten Spätzen plötzlich über den Tisch ziehen wollen, gell? Ich hätte es dem Mathis nie zutraut. Und dem Bene erst recht nicht. Er hätte die beiden vorher angerufen, aber geht keiner ans Telefon. Lechner? Ja? Für die. Wer ist? Ja, Lechner? Nein, nein, schon die Mama, also Kathi, Katrin Lechner. Ach, Herr Lichtinger. Was gibt's? Nein, schon in Ordnung. Wo siehst du denn noch nicht am Sonntag? Haben wir noch irgendwas zu besprechen? Ich muss mein Lippenstift. Jetzt habe ich schon gemeint, der Anruf war vom Callcenter. Aber wie kann man auch so wenig Kulanz beweisen und an einem Sonntag so einen Roboter-Trottel hinsitzen, so einen Begriffsstutzigen? Aber die werden es kapieren, mein Lieber. Dass ich mir meine Ehe nicht ruinieren lasse von so einem Candlelight-Dinner da, von so einem romantischen. Haben Sie Kinder? Und von denen lassen Sie sich ja so verarschen. Ich sag Ihnen was. Drei Kinder und eine Frau. Da wenn's nicht beieinander warst wie ein Stier. Das bringe ich um. Ist was? Na, nix. Ja? Gut ausgemacht, Herr Lichtinger. Ja, also wie gesagt, es ist zwar kaum zum Schaffen, aber ich probier's. Ja, super, bis Dienstag. Ja, wiederschauen. Ja, Wahnsinn. Der Lichtinger ist von meiner neuen Kollektion so begeistert, dass er gleich komplett auf die umgestiegen ist. Und den Auftrag hat er vervierfacht. 1300 Engel. Und die ersten 400 schon bis Dienstagmittag. Jetzt muss ich mir aber wirklich ranhalten. So, muss ich? Da, da, da. Da, 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 da.
Sag einmal, Mama, wird dir das nicht zu viel? Du kannst doch nicht sommers wie winters durcharbeiten. Nein, es ist halt gerade Saison. Weihnachten kommt schneller, als man denkt. Kann ich dir irgendwas helfen? So, ja, du kannst mir höchstens vom Dachboden oben meine restlichen Federn mitbringen. Ja. Gleich, wenn's neu gehst, rechts, da stehen drei große Säcke mit weißen Federn. Klar. Da, 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 da. Wo der bleibt? Es ist schon viertel noch. Ja, der Kind schon. Zum Gehenfahren ist gesperrt, da wäre er halt einen Umweg nehmen müssen. So, jetzt haben wir den Trick im Schachtel. Wisst ihr, was die schreiben? Wer? Die Wonderful Events, die Wonderfulen. Ah, was schreiben sie? Verfallen. Der Gutschein ist verfallen. Das war ein Sonderangebot und reduzierte Sonderangebote kann man nicht verlängern, davor nicht und danach schon gleich zweimal nicht. Das ist aber schade. Was ist das? Schade? Das ist ein Desaster. Ein Ehedebakel. Eine Familientragödie. Das ist das. Papa, so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Ha, da siehst du's. Die ganze Familie emotional völlig verwahrlost. Keinerlei Mitgefühl. Was regst du denn so auf? Ha, das war mir klar. Du auch. Mim den Ahnungslosen. Von was redst denn? Du doch nicht so unschuldig. Entschuldigung, wovor redet der? Den Gutschein haben sie nicht verlängert. Echt? Oh, das ist aber wirklich schade. Ja, das ist aber wirklich schade. Das ist schade, da siehst du das, Kathi. In dieser Familie regiert der blanke Egoismus. Alles ist wichtiger als wir, euer Vater. Und solange sich das nicht ändert, Freunde, muss ich leider ein deutliches und konsequentes Zeichen setzen. Und die Konsequenzen lauten Schweigegelübde und Hungerstreik. Hm. Okay, Vater, Mama hat doch eh mehr als nur Stress. Schluss. Wiederschauen. Papa, wir haben noch nicht einmal gefrühstückt. Ein Narrenhaus ist. Was jetzt auch noch? Ich bin doch eh schon fertig mit den Nerven. Morgen. Morgen. Ah. Was ist denn da hier drin los? Ach, geh, Lukas. Ja, ich bin gleich weg. Vorsicht. Was soll denn das? Dein Vater streikt. Schweigegelübde. Und Hungerstreik. Ein Hungerstreik in der Küche? Hat er da keinen besseren Platz gefunden? Es scheint so. Aber jetzt komm außer. Der frisst uns da drin einen Kühlschrank klar, wir müssen Hunger leiden. Papa, ich hab keine Zeit für so einen Zirkus. In einer Stunde einmal bei der Julia sei. Dann ruck zumindest einen Kaffee außer. Julia? Du meinst Angie? Vergiss die Angie, heute ist schon Julia. Und die Sandra? Welche Sandra? Ja, welche wohl, die mit dem Arsch gemein? Also Mama. Jetzt fragen wir doch kein Loch im Bauch. Ja, von mir aus. Ich werde sie schon wissen, alle drei. Sag einmal, muss man sich da jetzt neidings rechtfertigen? Also ich blicke allmählich wirklich nicht mehr durch. Mama, wart's ab. Mittendrin, da finde ich schon die Richtige. Schau mal, du warst ja auch mal jung. Das glaubst auch bloß du. Ach, die Mama. Du, aber dein Richard, der wird auch nicht schauen, wenn er das ganze Graffel da sieht. Hoffentlich kriegt er das alles ein in sein Cabrio. Der wer? Der Richard Lamotte. Weißt du schon, der hat Racing Girls moderiert. Ja, den kenn ich schon. Was ist mit dem? Ja, der holt mir jetzt dann ab auf Paris. Okay, das glaubst du selber nicht. Wirst du es noch schon sehen. Ich bin auf der Road to Success. Ich sag grad, Champs-Élysées, European Trend Show. Das wär ich Bock. Ha. Dann habt ihr mir die längste Zeit gesehen, da in eurem Kurdorf. Als wäre ich Modler berufen. Das ist er! Mama, das ist er! Ja, Philipp. Ach, Fallgrot. Der ist Schalamott. Ja. Leck mich am Arsch, hat der einen Schlitten. Das ist ja Oldtimer. Und was für einer? Ja. Du, das ist ein 72er Mustang. Der hat locker 270 PS. Ja. Also, komm, pack dein Klumpz an. Halt, halt. Du, ich brauche ein Autogramm. Was meinst du, was das Eindruck schon bei meinen Schicksen? Das ist eine Idee. Das ist zack, ich jetzt. So, und schreib mir feier SMS, wenn's da sind. Mann. Du, und wenn du mit dem Richard...
Machen wir es kurz. Ich pass auf mich auf, ich schreibe da und ich mache da keine Schandversprüche. Du und mit dem Mannspiel, der muss man. Aber ich muss! Sag am Papa, pfiat die von mir! Oder was? Ich komm gleich. Papa? Papa, jetzt zieh dich nicht. Für die Papa. Papa! Ja, dann mach's gut. Ja, machst du auch gut, Mädel. Herr Lechner, ich wollte bloß kurz mit Ihnen reden. Oh. Ich red aber gerade nicht. Okay, wie das? Schweigegelübde. Wieso? Das ist ein Feiertag. Nein, im Gegenteil. So, haben Sie 200 Euro und die Sache ist ausgestanden. 200 Euro? Für was? Für den Reilo-Chipper. 200 müsste denn doch klangen, oder? Okay, jetzt übertreib's aber. Der Reilo-Chip ist ein Pfennigartikel, keine 2 Euro wert. Und da ist der Sprit zum Baumarkt schon eingerechnet. Ah, da bin ich aber froh. Hm. Wissen Sie was? Da schauen Sie da. Da haben Sie 5 Euro und die Sache zwischen uns ist ein für alle Mal erledigt. Na, so einfach ist das leider nicht. Nicht? Nein, die Reilo-Chipper sind da gerade jetzt im Baumarkt alle ausverkauft. Ich hätte ja gestern schon geschafft. Okay, und jetzt? Ja, jetzt sag's dem Ronny, wenn er wieder gesund ist, dann komm ich rüber und dann hol ich mir'n ab. Das ist völlig unmöglich. Was? Dass er wieder gesund wird? Ja, ja, völlig. Also völlig gesund ist er schon wieder fast, aber völlig unleidig. Unkrautzupfer, Bladelzahnräuchern. Es herbstelt ja schon permanent. Was? Bei uns ist nur kein einziges Bladel locker. Oh. Bei uns drüben herbstelt schon seit Wochen. Alles voller Bladel. Berge. Berge. Ach, schade, dass man das von uns aus nicht sehen kann. Ja, ja wirklich schade. Mhm. Aber da müsste der Ronny und Dennis bald einmal wieder Zeit haben für mich. Bestimmt. Bestimmt hat er bald wieder Zeit für Sie. Aber jetzt ist er erst einmal für länger verreist. Was? Jetzt grad? Ja, jetzt grad. Vorher. So krank wird er war? Ja, schon. Am Ende gar mit der Heckenschau und mit dem Rächer. Kann schon sein. Und mein Reilo-Chipper hat er sicher auch mitgenommen. Wen? Mein Reilo-Chipper! Ja, den Reilo-Chipper! Sie! Ich muss jetzt dringend wieder rüber. Nicht, dass der Ronny noch zurückkommt und sich wundert, wo ich bin. Am Schluss meint er nur, ich hätte einen anderen. Du, Philipp, was war jetzt das Kleinummer für eine App, die was ihr da genau entwickelt habt? Redst jetzt wieder? Ja, schon. Wie das? Ja, meine übergeordnete Ziele. Jetzt sag schon. Du glaubst mir ja sowieso nichts. Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase zupfen. Geh weiter, rutsch. Ja, mein. Es ist ein normales Handy, das wir umgebaut haben. Eigentlich bloß zum Gag. Für so eine Art Babyphone. Bloß halt als App. Babyphone? Philipp, du wärst doch nicht. Ich spiel nicht. Aber pass auf, unser Mikrofon, das ist so sauempfindlich geworden. Da kannst du aus fast 500 Meter Entfernung jedes Wort hören. Gleich klar. Und die Kamera, die braucht so gut wie gar kein Licht. Die funktioniert komplett im Dunkeln. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Und da ist komplett idiotensicher. Drückst du auf den Knopf und hast alles im Speicher. Ah, da? Da, ja. Ja, also am besten funktioniert es natürlich aus der Luft. Aus dem Flugzeug zum Beispiel. Das ist überhaupt kein Wunder, dass das die Chinesen so interessiert. Ja, ja, du, die Chinesen, die waren uns immer schon einiges voraus. Ist was? Nein, nein, du. Alles gut. Aha. Ui, jetzt meine, gibt's da noch was zum Essen. Wollt ihr jetzt der Papa? Keine Ahnung. Arbeitest du wieder an deinem Startup? Ja.
Seit gestern gibt's auch noch Probleme mit dem Server. Ist das überhaupt legal? Was? Eine Spionage-App da. Freilich? Ja gut, Zulassung haben wir noch keine. Aber wenn wir die haben, dann ist das alles absolut legal. Boah, Lukas. Was hast denn du für ein Garsteo? Das ist Magic Bull. Das war für eine billig und die Mädels, die stingen drauf. Ja, das gilt aber nicht für deine Mama. Jetzt setz dich halt dann über auf Couch mit deinen fettigen Sachen. So, da sucht man sich schon mal selber was zum Essen und Mama zum Schonen. Ab jetzt! Lechner, Benni, grüß dich. Ich versuche euch ja schon seit gestern zu erreichen. Was gibt's? Hey, mein Kaffee läuft noch durch. Und ein Brot habe ich auch noch keins. Du Mama, mir reicht's, ich hau ab. Vielleicht hatte die Julia was zum Beißen für mich. Das war ausnahmsweise mal eine gute Nachricht. Hä? Vierte Mama. Ich komme halt übrigens später. Vierte Papa. Vierte Lukas. Du Mama, pass auf, ich muss nach Minga. Der Mathis und der Bene wollen mit mir reden. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht allein dann. Freilich, Conny. Ja, die zwei stehen jetzt ziemlich auf dem Schlauch, weil ich alle Pläne hab und den Prototypen. Und jetzt wollen sie halt mit mir allein reden. Die Chinesen haben es weitergekriegt. Ja, aber ist das nicht gefährlich? Glaub mir's, Mama, so gut kenne ich die zwei. Du brauchst dir wirklich keine Sorgen machen. Ja, und das Handy? Schau, das versteckt mir jetzt da in dem Schrank. Na, warte. Schau, du hast da eine Couch. Schau her, da ist ein Platz und ein Polster. Also, was du alles weißt. Ja, mei, da hat halt das Christkindl vor der Bescherung immer Geschenke deponiert. Du, und meine schwarze Kasse habe ich auch da. Also, Mama, du hast echt mehr kriminelle Energie wie der Mathis, der Benni und ich miteinander. Mei. Philipp, pass mal auf, gell? Freilich. So, was denn? Ja. Oh, danke. Du, und rühr die Feier, wenn's da ja, ist. Ja, aber sicher. Hast du es? Ja. So. Für dich. Ja, servus. Also, warte schon her. Was denn? Noch mit. Oh, nein. Ja, jetzt. Doch, jetzt. Danke. Passt schon. Ja, schau's nicht an. Die Kathi, die hat sich ja faustdick hinter die Ohren. Das hätte ich dir gar nicht zutraut. Was? Das Handy vom Philipp. Logisch kann ich ihnen das zeigen. Dann schauen Sie her. So schaut das aus. Klon ist auch. Das ist Geheimsache. Sebastian? Du, ich bin für heute fertig mit meiner Arbeit. Ich gehe jetzt ins Bett. Schlafst du schon? Ja, von mir aus, du Sturschädel. Reißen Sie nicht zusammen. Sonst wird es nichts mit meiner nächtlichen Mission, Ronny Kaltneck. Ja, haben Sie gemeint, ich schaue in Ruhe zu, wie die Babette den Ronny verschwinden lässt. Inklusive meinen Rhino-Chipper. Schauen Sie her. Da ist das Handy von Philipp. Und zack! Schul auf die Kamera und zeichnet alles auf. Ich fliege jetzt übers Grundstück und dann sind wir alle miteinander schlauer. Bereit, Sebastian Lechner? Bereit, wenn Sie es sind. Sag mal, wo kommt denn jetzt ihr zwei her? Wir glauben's. Ich geh ins Bett. Nix da. Du kommst jetzt erst einmal da rein und erzählst mir, warum du nicht in Paris bist. Der Richard ist so ein Trottel.
Von wegen, wir waren mit DiCaprio a Paris. Am Ammersee ist ja schon der Sprit ausgegangen und wir haben schirmen müssen. Und hinter Landsberg hat der werte Monsieur Lamotte einen Platten gefahren. Und was haben wir nicht? Einen Ersatzreifen. No, so etwas hat man nicht in einer 72er Mustang. Und mein Geld hat er mir dann auch noch angehaut. Und dann hat er gesagt, ich soll allein weiter stoppen nach Paris. Aber meinst du, dass die irgendeiner mitnehmen, wenn du mit Sack und Pack am Straßenrand stehst? Da hab ich dann einen Philipp angerufen. Ja, wir sind gerade fertig mit unserer Besprechung. Ja, und wie war die? Frag nicht. Der Mathis und der Benni, die haben mir 15.000 Euro geboten, wenn ich ihnen den Prototypen und alle Rechte überlasse. Was, 15.000 Euro? Ja. Na, da muss ich aber lang Weihnachtsengel poppen. Du, aber mein Anteil an der App ist locker das doppelte Wert. Locker. Mama, mir gelangt, ich geh ins Bett. Ach, Wickelein. Das tut mir jetzt aber leid. Magst du noch einen Tee? Na, danke schön. Ich mag bloß noch mal Ruhe. Ach, halt, stopp! Euch stehen bleiben! Sebastian, bist du wahnsinnig? Papa! Wo kommst denn du her? Observation. Und was für eine? Wo kommst denn du her? Völliger Reinfall. Und was für einer? Sag mal, was geistersetzt du mitten in der Nacht im Garten umeinander? Ich hab unsere Nachbarn ausspioniert. Mit äußerst sensiblem Gerät. Bist du verrückt? Du kannst doch nicht unseren Prototypen an deinen Hubschrauber montieren. Doch, kann ich. Hast du das eingeschalten? Ja, logisch, sonst macht's aber keinen Sinn, oder? Das Handy ist doch noch überhaupt nicht zugelassen. Wie kommst denn du überhaupt an das, hä? Der Garten vom Ronny und von der Babette ist völlig verwildert. Da hat seit mindestens zwei Wochen keine Hand angelegt. Ja, und? So, da dafür musst du in der Nacht mit der Spionage-App übers Grundstück fliegen. Ja, wann denn sonst? Ja, gar nicht, weil sie das nicht gehört. Ich kann doch meinen Nachbarn nicht im Stich lassen. Ich geh jetzt ins Bett. Gute Nacht, Papa. Das kannst du vergessen, da bleiben. Wir gehen jetzt alle geschlossen rüber und nehmen die Babette ins Kreuzverhör. Um 11 Uhr auf die Nacht. Ja, logisch. Weil der Ronny nicht Rasen gemäht hat. Also, ich glaube, ich spiele. Hallo? Da ist vielleicht noch ganz was anderes im Busch. Am Ende liegt der Ronny irgendwie gefesselt im Keller und... Deine Verschwörungstheorien, da kannst du uns morgen weiter unterhalten. Aber heute ist wirklich spät. Genau, nichts für ungut, Papa. Also jetzt komm ins Bett. Ja, ich glaube, ihr nehmt's mich gar nicht ernst. Oh doch, manchmal leider viel zu ernst. Jetzt komm. Na, ich schlaf in der Küche. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht am Bo... Natürlich kannst du. Gute Nacht. Aber Philipp, du kapierst doch wenigstens, was da abgeht, oder? Sei meine Best, Papa, du, ich schlaf jetzt im Keller. Ich hab echt einen scheiß Tag gehabt. Und jetzt ruck das Handy raus, bevor du uns noch eine Polizei auf den Hals setzt. Polizei? Und hör deine scheiß Fragerei auf. Was meinst du, warum die Chinesen hinter mir her sind und warum ich ständig zwischen Auing und Minger hin und her düse, hä? Ja, darüber hab ich noch gar nicht nachgedacht. Und wird's vielleicht einmal Zeit, oder? Wir drei. Wir haben mit diesem Scheißding irgendeine Frequenz erwischt, auf der wir ums Verrecken nicht Zeit erfüllten. Das Handy ist hochgradig illegal. Und wenn du da damit jetzt in der Gegend umeinander fliegst, ja, dann kommt es sein, dass der Polizei das aufgeht. Oder irgendeiner von den Geheimdiensten. Oder die Chinesen. Richtig. Und ich bitte inständig, Papa, hilf mir, dass weder Mama noch die anderen irgendwas davon mitkriegen. Die Polizei, wenn die spitz kriegt, dann kannst du uns die nächsten Jahre in Stadelheim besuchen. Wer willst wieder rauskommen aus der Nummer? Ja. Lass mich machen. Ich weiß schon, was ich tue. Okay. Und kein Wort zu der Mama. Kein Wort. Versprochen. Versprochen. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht. Licht aus! Heiliger Christophorus. Und ich hab dabei gedacht, ich hätte eine langweilige Familie. Halt durch, Ronny! Die Rettung naht! Stop! Nie halt!
Sebastian, was ist denn da los? Ein Überfall! Vicky, schnell, hol das Telefon. Ja, ja. Was ist los? Überfall! Überfall! Zwei Wunden, bitte! Ihr lasst Polizei! Halt! Freilich, was denn sonst nach einer Klassenfahrt schaut man das nicht aus. Jetzt schaut euch das an. Meine ganze Arbeit ist ruiniert. Meine Mama, du darfst den Mann von vorne fangen. Dass du bloß schwer getrampt hast, kann nicht sein, oder? Nein, warum denn? Ja, nicht, dass wir da jetzt die Polizei rufen und dann kommt gleich noch mehr Chaos raus. Okay, bei so einem Überfall, da musst du doch Polizei rufen. Ja, beim Überfall schon. Aber wenn der Vater das jetzt alles bloß getrampt hätte. Ja, Philipp, ja. Was ist, wenn ich das jetzt alles bloß getrampt hab? Was hast du? Ja, ich meine, er hat ja ganz narrisch gemacht da mit seinen Chinesen. Ja, seht ihr es ja. Soll das heißen, es kann sein, dass mir der Papa im Schlaf meine Arbeit ruiniert hat? Ja, ich halte es sogar für ziemlich wahrscheinlich. Okay, und wer hätte dann draußen die Fensterscheiben neben der Tür eingeschlagen, ha? Ja, wer wohl? Ja, wer wohl? Ja, wer wohl? Ja, wer wohl? Konnte es nicht sein, dass du vielleicht also da über die Terrassentür aussehst und dann rechts um mich und ja, und von vorn wieder rein? Im Schlaf freilich. Im Schlaf freilich, ja. Ja, ja, ich meine, das ist alles nichts für meine Nerven. Ich meine, die Startup Paris, die Chinesen und das ganze Weihnachten da mitten im Hochsommer. Ja. Allerdings, also für meine Nerven ist das auch nichts. Nichts, gell? Nein, wirklich nicht. Ich muss gehen bei euch. Ob. Affarik. Dein Vater lebt seine Verschwörungstheorien bei uns im Wohnzimmer aus. Aber jetzt ist Schluss. Ich sag's euch alle miteinander, Freunde. Ab morgen wieder andere wird bei den Lechners. Ein ganz anderer. Mama, jetzt warte wieder mal. Hey Papa, jetzt morgen bist du wirklich zweit gegangen. Ja. Mama! Danke, Papa. Nix, danke, Papa. Du hast uns das ganze chinesische Geschwerl doch ins Haus gebracht. Ich bin fix und fertig mit den Nerven. Das ist ja kein Wunder, nicht? Also, erstens, da dafür hilfst du mir morgen den Ronny befreien. Ja. Und zweitens... Was? Schlafst du heute noch bei mir. Und dann bist du... Was? Was? Keine Diskussion. Okay. Und dann kümmerst du mit deinen Spätzeln, dass du das mit der illegalen Frequenz in den Griff kriegst. Ja, eh klar. Jetzt ist Schluss. Ich lass mir doch von zwei so wohl die Chinesen nicht meine Familie ruinieren. Bereit? Bereit, wenn sie es sind. Das eine oder andere Engel kannst du schon noch hernehmen. Vergiss es. Die schöne Engel. Sebastian, es hat keinen Sinn. Ruf den Lichtinger an und sag den Auftrag ab. Und wenn wir alle miteinander, ich mein... Ja, genau. Du mit deinen zwei linken Händen. Und du rufst den Hirschenwirt an und schaust, ob du wieder servieren darfst. Bei dem alten Geschwollschädel... Super. Ruinieren wir bloß wieder meine Fingernägel. Ende der Audienz. Oh, du hast aber heute keinen Clown gefrühstückt. Nein. Eher zwei Chinesen. Ach, hey, Kaptilein, man wird sich doch einmal täuschen dürfen. Ich meine in der Nacht, im Finstern. Und du hast völligst recht, so schlimm ist der Hirschenwirt jetzt auch nicht. Eben. Spinnt ihr? Ich sag's euch klipp und klar. Wenn in der Familie nicht umgehend wieder normale Verhältnisse hergestellt werden, dann ziehe ich meine Konsequenzen. Das ist aber dann bestimmt kein Schweigegelübde und auch gewiss kein Hungerstreik. Zumindest nicht für mich. Haben wir uns verstanden? Toll! Ihr zwei Hans-Wursten seid schuld, dass ihr jetzt wieder beim Hirschenwirt arbeiten muss. Vielen Dank. Wie redst denn du mit deinem Vater? Da arbeite ich jahrelang an meiner Modelkarriere und darf am Ende doch wieder bloß Schweinsachsen austragen. Du, nix gegen Schweinsachsen, ne? Die kommen auch mit einer gewissen Eleganz austragen. Sagt's mir gern!
Da siehst du, wie weit wir kommen mit der blöden Liegerei da. Wenn du bis heute Mittag nicht rausgebracht hast, wer uns unser Wohnzimmer ramponiert hat, dann ruf ich die Polizei. Papa, bitte keine Polizei. Ja, wie stellst du denn das dann vor? Ja, vielleicht wissen ja der Mathis und der Bene irgendwas. Ja, dann bring's raus. Und schau, dass jemand für den John von der Mama aufkommt. Was soll ich denn das machen? Zeit läuft. Ja, gut, ich probier's. Jetzt ruf ich einmal den Mathis an. Das war ja nur schöner. Da tat mir bald die ganze Familie auf der Nase nebeneinander tanzen. Ja, richtig. Philipp, da her. Kaltnäck so rufen. Okay, Papa, ich ruf doch gerade den Mathis an. Guten Morgen, grüß euch. Ich wollte mich bloß einmal bei euch rühren. Na, was soll's sein? Was? Ich klinge erschrocken. Kommst du denn jetzt da drauf? Nein, ich hab eigentlich ganz gut geschlafen. Aha. Ach so. Ah ja, ja, nein, nix wie ungut. Ja, du, da reden wir noch bei Gelegenheit drüber, gell? Also na, vierte. Wer war das? Der Mathis. Der Mathis, der uns die Chinesen eingebracht hat? Ja. Er hat gefragt, wie es uns geht und wie ich geschlafen habe, einfach so. Einfach so? Und dann hat er noch gesagt, dass die Chinesen damals gar nicht vom Geheimdienst waren, sondern bloß zwei Kleinkriminelle, die nehmen zwei Space wollten. Aha. Und was hast du gesagt? Nix für ungut. Wie blöd bist denn du? Papa, gib mir noch ein paar Stunden. Ich krieg raus, wer bei dir heute in der Nacht im Wohnzimmer war. Ja. Halt, stopp! Papit. Ja, was soll ich dir sagen? Dass die Mama dringend mit dir reden muss. Aber Papa... Das ist der Deal. Lechner, der Philipp Lechner hier. Guten Morgen, Frau Winter. Sie hätte eine Bitte. Könnten Sie vielleicht einmal zu uns rüberkommen? Worum es geht? Ja, richtig. Nein, es pressiert gar nicht. Doch, es darf eigentlich schon recht pressieren, weil es sollte was geredet werden. Nein. Was bastelt? Können Sie nicht einfach einmal hinüberkommen? Der Vater? Ja, freilich ist der Vater, der ist gerade raus zum ins Rathaus. Ja, dann mache ich Ihnen die Terrassentür auf, gell? Wiederschauen, Frau Winter. Oh, bist du ein Depp? Jetzt komm, auf geht's. Ei dran. Was? Ei dran. Oh. Mei, Patrick, das darfst du machen. Ja, Wahnsinn. Ja, Patrick, du, ich überleg's mal und dann melde ich mich nochmal, gell? Ja, ich die auch. Was tat's noch ihr da? Nix, gar nix. Stellt euch vor, der Patrick möchte sich Urlaub nehmen und mich nach Paris fahren. Er hat gesagt, wir sollen es probieren, ob ich nicht doch noch eine zweite Chance kriege. Ist das nicht lieb? Ja, das ist total lieb, Vicky. Und jetzt lasst uns wieder allein, gell? Papa, hast du gar nichts dagegen, wenn ich noch mal fahre? Nein, gar nicht. Fahr zu. Gut, dann gehen wir so. Auf geht's. Kathi? Oh. Halt, stopp! Herr Lechner! Ich hab gemeint, Sie sind in der Arbeit. Ja, so kann man sich täuschen, gell? Haben Sie gemeint, Sie können uns an der Nase umeinander führen, hä? Nix da! Sie sitzen dann jetzt da her und gestehen alles. Herr Lechner, was wollen Sie von mir? Sie beantworten jetzt meine Fragen. Erstens, wo ist der Ronny? Und zweitens, wo ist mein Reilo Chippa? Euer Lechner! Also, was? Die Stunde der Wahrheit. Patti, ich weiß überhaupt nicht, was die von mir wollen. Ha, jetzt spielst du Unschuldige. Sebastian, was soll denn das? Die Babette, jetzt steh mal auf. Schaut ja aus wie ein Verhör. Ja, eben. Es ist der Ort. Kathi, ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung, was ein Reilo Chippa ist. Jetzt auf einmal, so was ausgeschaut. Ich bin eh fertig mit den Nerven, seit der Ronny weg ist. Ja, Mann, das mir nicht. Also er. Also, wo ist er? Der Ronny. Ich hab das Mann, das wert wieder. Jetzt ist es gewesen. Es ist aus.
Ronny! Ja! Nichts mehr zu machen! Um Himmels! Habt's gestritten? Ja! Und letzte Woche so ausgezogen! Was aus deinem eigenen Haus? Ja! Aber ich glaube nicht, dass er mir das überlasst. Dann lebt er noch. Ja, freilich, warum soll ich nicht mehr leben? Ja, freilich, warum soll ich eigentlich nicht mehr leben? Ja, und wo ist er? Bei seiner Mutter, glaube ich. Vielleicht, es tut mir leid, dass ich nicht reinen Tisch gemacht habe. Aber ich war einfach emotional so mitgenommen. Und ich habe null Ahnung, wie der reine Typ ausschaut. Sogar im Internet hätte ich es erschienen. Steh bloß Bahnhof. Wie kann der Ronny bloß so eine tolle und attraktive und so eloquente Frau wie sie einfach sitzen lassen? Wie blöd ist denn der? Gell, das sagst du ja. Ja. Jetzt lass den Kopf nicht hängen. Ja! Bist du ganz fertig mit den Nerven? Ja, freilich, dein Mutter, der hat mir Rest gegeben. Und dass man die zwei so zusetzen. Ja, komm mit. Nehmen wir mal ein bisschen an die Frische. Ja, los, gerne. Sehr gerne. Das war echt ein Schock nach dem anderen. Da dein Mutter und dann er da, da der Ding, der Philipp. Ja. Ich war eh schon am Ende. Freilich, ja. Und dann ein Schock nach dem anderen. Mit Fingerspitzen brauchst du in der Familie nicht zu rechnen. Dein Mutter, er. So eine blöde Kur, glaubst du das? Muss uns die bei der Mama so hinhängen? Du warst aber auf ein ganz schön Gach. Ja, du musst ja gerade reden. Wer hat uns denn die ganze Suppe da überhaupt eingebracht? Was, ich oder was? Ja, wer denn sonst? Und dieser Reino-Chipper, hätte ich doch den nie herkriegen. Gut, Patrick, du dann sagen wir in einer halben Stunde, weil ich muss vor. Du, warte mal, da kommt gerade ein Anruf. Nein. Lechner? Na? Na wirklich? Oh, tatsächlich? Ja, ich komme sofort. Rapid. Ja, ja, in ein paar Minuten. Du, danke schön, Patrick, aber ich glaube, es hat sich jetzt doch erledigt. Ich rufe dich gleich nochmal an. Der Richard ist der Wahnsinn. Schaut euch den verrückten Vogel an. Jetzt hat sie dir doch glatt einen Leihwagen genommen. Und was für Ohren. Ich bin gleich wieder da. Sag einmal, wie blöd kann eigentlich so ein junges Weiberleid sein? Ja, mei, es ist halt ihr großer Traum, das mit dem Modeln, gell? Du, der Lamotte ist jetzt wieder. Das schaut nicht gut aus. Was machst du? Ich rufe jetzt einmal den Bini an, aber mit unterdrückter Nummer. Ich möchte mal sehen, ob der mir die gleiche Story verzeiht wie der Mattis. Ja, das darf er nicht warten. Ja, das ist ja das Handy von Beni. Ja, dann war der Chines wohl doch nicht so chinesisch, wie er da hat. Und dreimal darfst dran, wer der andere Chines war. Ja, das ist nicht wahr. Freunde, jetzt gibt's einen Ärger. Ja, und ich komm mit. Halt, ich muss in die Arbeit. Mama, du, ich fahr jetzt doch nach Paris. Wo ist denn Mama? Ach. Du, Darisha und ich, wir hauen jetzt ab. Kannst du mir noch Brot machen? Ja, ich sag's der Mama. Danke schön, Papi. Du, Kathi, die Vicky, die braucht halt nur ein Brot. Was machst jetzt du? Du, Kathi, mach jetzt bitte nichts Unüberlegtes. Sag deine Kinder, ich bin fort. Wie, fort? Ja, fort halt. Ja, und wohin fort? Ich fange ein neues Leben an, irgendwo.
keine Ahnung wo. Ja, aber Mama, ich meine Kathi. Vierte Sebastian. Ja. Ja, aber du bist doch meine Frau. Grüezin, ist ein Papa, warum weckt mich die niemand auf? Jetzt hab ich verpennt auch noch. Wo ist denn überhaupt die Mama? Auszung. Was? Auszung. Ja, und wer kocht und wascht dann ab sofort für uns, ha? Hast du mitgekriegt, dass die Mama auszung ist? Herr Lukas, jetzt nerv mich nicht, sonst vergiss ich noch was. Das ist noch mein Brot, Papa. Auszung. Okay, habt ihr gestritten? Ich ruf jetzt die Mama und ich soll sie mir ausspinnen. Der Kühlschrank, der ist komplett leer. Kann ja der Angie für dich kochen, hä? Ah, Nuschka, Angie war letzte Woche. Oh Gott, ich muss. Für die Papa, Bussi an die Mama und hoi, ich rühr mich. Mein Gott, na Papa, was hast du denn da wieder angestellt, hä? Ich? Auszug ist noch nie, da wird schon Grund haben, oder? Ja, vermutlich. Verzeih, ich bin jetzt Zminger. Du, was machst denn da? Aufräumen. Und zwar gründlich. Ich komm auch gleich mit. Du, Papa, ich bin heute noch bei der Anuschka, gell? Ja. Bring das mit der Mama in Ordnung, bitte. Ja. Papa, du musst in die Arbeit. Ja. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dieser Sohn ausgeht. Was? Sie schon? Da hätten sie aber doch einmal einen Ton sagen können. Ja, schauen sie mich an. Ich meine, ein Mann ohne Frau, das ist ja wie ein Presssack ohne Gelatine. Gysi, guten Morgen, ich bin's, der Sebastian. Ja, könnt ihr vielleicht heute ausnahmsweise einen Tag frei haben? Ja, eine wichtige Familienangelegenheit. Passt. Oder nur besser zwei Tage. Ja. Ja gut, dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Ja. Vierte. Das möchten Sie jetzt wissen, gell? Aber das wird jetzt ausnahmsweise mal eine Überraschung. Oh. Vierhundert Weihnachtsengel, so wie es bestellt worden sind, mindestens. Ja, hier auch Lechner. Ja, ich bin's, der Sebastian. Ich hab mir halt gedacht, rufst du mal an bei deiner Frau. Ja, nur mal reden, das war gut. Ja, ja, gut, ja, dann bis später, gut. Oh nein! So, schnell, so. Ja, ich komm schon! Brauchst nicht, ich habe einen Schlüssel. Grüß dich, Patrick. Gut schaust du aus. Ja, du auch. Ja, schon, gell, ja. Wo warst du denn? Bei der Babette. Ach, bei der Babette. Ja. Ja, also. Boah. Ist der Lukas da? Na. Wieso? Also irgendwie muffelst du da so. Hast du ein neues Parfüm? Ich? Na, wir denn? Ich komme nicht raus. Aha. Ja, und was ist also? Über was möchtest du reden? Ja, über unsere Familie. Aha. Und über uns zwei. Ja, sag einmal, was ist jetzt das? Was? Ja, die ganzen Schachteln da und
Und der Baum? Das sollte eine Überraschung sein. Das ist ja der Wahnsinn. Sebastian. Ja, mein. Das ist ja unglaublich. Ich will halt auch nicht, dass du den Rest von dem Leben zwischen Weihnachtsengel und Einmachglaseln dahin wächst. Das hätte ich dir ja nicht zutraut. Gell? Nick? Nein. Ja, was? Ja. Aber was ist jetzt das? Was? Ja. Das sind ja gar keine Engel. Nicht? Nein, du. Ja. Du hast ja Osterhasen auf die Backe gelegt. Okay. Das sind ja alles Osterhasen, nix wie Osterhasen. Das, ach komm. Das gibt's ja nicht. Wo hast denn die her? Du, ich hab alles vom Dachboden runter, was ich gefunden hab. Sebastian, die Engel sind doch in der Garage. Okay. Das hab ich jetzt nicht aufpasst. Zwei Grad ein Osterhas. Ja, aber mit den abstrakten Menschen, da kennst du doch kein Mensch nicht aus. Tatsächlich ein Osterhas. Hätten Sie das jetzt kennt, ha? Auch nicht, gell? Sag mal, du hast mir meinen ganzen Lagerbestand ruiniert. Das Material ist noch nicht einmal zahlt. Weißt was? Ich rufe jetzt den Lichtinger an und verkaufe ihm das als Katrin Lechner Special Edition. Ja, ich meine, so Weihnachtsengel hat ja jeder am Baum hängen, aber Osterhasen, du, das hat nicht jeder. Nein, also. Das hat nicht jeder. Ja, Wahnsinn. Backt mir mein Mo 400 Osterhasen auf Wattewolken. 450, wenn's gelangt. Mein Gott, da musst du die halbe Nacht durchgearbeitet haben. Die ganze? Sebastian, warum machst denn du das? Nein. Weil ich halt möchte, dass du wieder zurückkommst zu mir. Kathi, ohne die da. Sie ist schwanger! Was? Schwanger ist. Wie bitte? Ja, schwanger, sie kriegt ein Kind. Wer? Ja, wer wohl? Die Angie? Nein, die Anuschka. Wer bitte ist jetzt Anuschka? Ist doch jetzt wurscht, Mama, aber sie ist schwanger und ich bin der Vater. Ja, Bub, wie hast du denn auch da angestellt? Ich hab aber gemeint, du bist der Profi. Geh, lass mir da mal Ruhe. Wie hat jetzt das gehen können? Muss ich dir das jetzt ernsthaft erklären? Nein, lass gut sein. Ja, und wie stellst du das jetzt vor? Du hast zwar schon Verantwortung übernehmen, gell? Ja, eh klar, ich mein, ich kann's ja mit dem Puzzle freilich nicht allein sitzen lassen. Ja, wenigstens so viel Anstand hast. Am Wochenende, da hol ich meine restlichen Sachen und heute Nacht, da zieh ich schon zu ihrer. Ja, geht das jetzt nicht alles ein bisschen schnell? Hilft nicht, Mama, ich muss zurück auf Baustelle. Was tust du jetzt mit meinem Heimatradio? Den brauch ich jetzt für meine Nerven, Papa. Ja, aber rühr dich voll gleich nochmal, gell? Ja, und vorstellen kannst du uns auch mal die Dings, die. Anita. Anuschka! Ja. Und wo sind die anderen zwei? Ja, der Philipp ist Zminger und die Vicky ist jetzt doch auf Paris. Was, auf Paris? Ja, mit dem Labumsti. Du meinst mit dem Lamont? Ja. Wenn die halbwegs Erfolg hat, dann kommt die nimmer. Meinst? Ja, sicher. Die hat doch jetzt alles, was sie mir wollte. Dann sind wir jetzt ganz allein. Scheint so. Ja, das ist jetzt aber auch schneller gegangen, als wir gedacht haben. Das stimmt. Und deswegen machen wir mir heute auf die Nacht unser Candlelight, Kinder. Einverstanden? Einverstanden? Na also. Also, dass der Lichtinger von deinen Osterhasen so hellauf begeistert war, das kann ich immer noch nicht glauben. Hat sie eigentlich der Lukas noch mal gemeldet bei dir? Nein.
bei dir, der Philipp? Nein, nix. Die Vicky? Also, bei mir nicht. Warum auch? Ja. Warum auch? Endlich allein. Nur mir zwei. Schön, gell? Ja. Schön. Und so stark. Fast schon zu stark, gell? Magst du Musi? Ja, gern. Ja, da, schau hier. Wie schaut's aus? Gehen wir heute ein bisschen früher ins Bett. Ja, warum nicht? Sonst steht ja heute auch nichts mehr an. Hm? So, aber was geschieht? Sebastian, was soll denn das? Hm? Was? Aber die Küche ist doch in der anderen Richtung. Kathi, wen interessiert denn die Küche? Na, wer ist denn dies? Ach, was war's denn hier? Lukas, was machst jetzt du da? Die Anuschka ist eine hohle Nuss. Ach ja. Na, das sind einmal gute Voraussetzungen für eine Familiengründung, hä? Was heißt eine Familiengründung? Ja, ist sie jetzt nicht schwanger? Doch, aber nicht von mir. Aha. Ja, der Grumbigl Hans ist der Vater. Und weil der kein Pulver hat, da wollten sie das Kind mir anhängen. Ja, ausgeschaut! Ja, aber und jetzt? Jetzt, Mama, habe ich den Gnur von den ganzen Weiber da. Ich konzentriere mich jetzt erst einmal voll und ganz auf mein Hotel, Mama. Ja, genau. Oh mein, wer es glaubt, wird selig. Da darfst du aber schon erst mich fragen, ob ich da was abgeben kann, gell? Okay. Seid's nicht mehr gestritten. Waren wir jemals gestritten? Nein, wir zwei doch nicht. Hoffentlich nicht wieder ein Überfall, aber ich glaube, den Burschen, den kennen wir. Tschung, ja. Das war überhaupt nicht lustig. Also, ich find's im Nachhinein schon lustig. Der Papa träumt von den Chinesen, randaliert im Wohnzimmer und macht mir meine ganzen Engeln kaputt. Apropos Engel, da sind 25.000 Euro. Ja, wie für das? Hast du in der Lotterie gewonnen? Nein, ich hab mir von Mathis und von Bene meinen Anteil auszahlen lassen. Die zwei haben zugeben, dass sie damals die Chinesen bloß zum Schein angeheuert haben, um mich zum Bratzen. Und dass sie in der Nacht bei uns gestiegen sind, das haben sie auch zugeben. Du kannst einer die Rechnung über die Engel schreiben, die kommen für den ganzen Schaden auf. Was? Der Mathis und der Beni? Ja. Für den Schaden, den der Papa im Schlaf angerichtet hat? So kann man sagen, ja. Das habe ich gut verhandelt, Herr Vater. Na ja, allerdings. Das kannst du von denen zwei Däner nicht verlangen. Doch, das kannst du, glaub mir's. Aber gewiss. Du wärst doch wohl am Ende nicht auch wieder bei uns einziehen wollen. Das Hotel Mama ist heute Nacht schon ziemlich gefragt. Das ist aber blöd, weil. Ja, ich hätte da nämlich nur eine Kundschaft. Mal jetzt kommen. Oh nein. Ach, ja, Kind. Vicky! Der Richard ist ein solcher Depp. Was ist denn mit dir los, ha? Das Paris war ein einziges Desaster. Lauter auszuzelte Weibs in den Steckeschuhe. Und der Richard findet die gut, die hörst du nicht alle nachgestiegen. Chantal, Doreen, Mimi, Mumu. Aber dann, mitten in der Nacht, da wollte er dann in mein Hotelzimmer. Wie bitte? Hm? Dann habe ich dann meine Koffer gepackt und bin in der Früh mit dem Zug heimgefahren. Ja, sauber. Mama, ich hab nur von den ganzen Modeschnöseln.
Und morgen rufe ich einen Hirschenwirt an und frage, ob er wieder mit seinen Schweinsachsen flanieren darf. So schlecht sollte es das auch nicht. Ja, heißt das jetzt am Ende, dein Wohnsitz in Paris hat sich zerschlagen? Ja, da magst du fragen. Die Vicky wohnt natürlich selbstverständlich weiter bei uns. Und der Patrick wird später auch noch vorbeischauen. Ah, vielleicht ist er das schon. Oh, bravo. Also wenn es so weitergeht, dann können wir in Kürze anbauen. Hm? Freu dich doch, Kathi. Dann ist die Familie endlich wieder komplett. Und einen romantischen Abend haben wir doch jetzt schon gehabt. In 25 Jahren. Fast. Schaut mal, wer da ist. Babette. Der Ronny ist wieder da. Hat ihn ausgeschmissen. Kann ich vielleicht erst einmal eine Nacht bei euch bleiben? Ja, logisch. Bei uns darf doch jeder einziehen. Jederzeit. Ja, dann willkommen im Hotel, Mama. Thank you.